Hallihallo, willkommen zum dritten Teil meines Minecraft-Videorückblicks. Und es gibt viel zu tun, denn wir haben Nether-Zugang zu vielen Personen. Dementsprechend lasst uns anfangen. Ja, zunächst einmal haben wir jetzt hier einen schicken kleinen Weg, der rüberführt zur Getreidefarm, weil einfach dieses Rumgespringen jetzt echt genervt hat über die Zeit. Die Getreidefarm selbst hat sich ein bisschen gewandelt, denn Pam's Harvestcraft lässt sich hier drauf natürlich wunderbar anbauen. Und dementsprechend war jetzt einfach die letzte Woche so ein bisschen die Aufgabe, sämtliche Crops oder Seeds, die wir rumliegen hatten von Pam's Harvestcraft, erstmal zu kultivieren und erstmal so ein Stack von allem Kram zu sammeln. Und genau. Prinzipiell war es halt so, dass wir die ganze Zeit bloß dieses Seeds hier gesammelt haben und die Kiste stand hier unten und wurde von einer Obsidian-Pipe aufgesaugt. Jetzt haben wir ein bisschen umgebaut hier und haben einfach ein paar Jabba Barrels hingesetzt. Und das Ganze über Insertion Pipes, damit die dann einfach gefüllt werden können. Und ja, wie man sieht, funktioniert das schon ganz gut. Und statt den Seeds jetzt zu sammeln, werden wir jetzt einfach alles anbauen, was wir jetzt nach und nach haben. Und werden das Ganze dann hier einsortieren. Ja, dann gibt es eine kleine Automatisierung. Und zwar habe ich jetzt einen tollen Knopf. Dieser tolle Knopf, der leitet hier unten ein Project Red Kabel durch bis zu einer State Cell. Dort wird das Ganze dann um 30 Sekunden gehalten, das Signal. Und wir haben hier oben jetzt einen Dispenser, der einen Wassereimer auskippt. Das ist eigentlich alles. Und am Schluss wird halt nochmal durch die State Cell ein weiterer Puls getriggert. Und dieser weitere Puls, der sollte normalerweise diesen Eimer wieder reinzubbeln. Problem ist, dass dieser Puls teilweise so kurz ist, dass der Dispenser das nicht auf die Reihe kriegt. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber da findet sich sicher noch eine Lösung über einen Repeater oder irgendwas, was das Ganze dann einfach nochmal eine Viertelsekunde hält. So, des Weiteren habe ich gebaut, diesmal eine gute alte Kaktusfabrik. Also, die sollte man eigentlich aus Vanilla kennen, mit den einfachen Kakteen, die so rumfliegen und dann versuchen zu wachsen und an den Steinen hier hängen bleiben. Und das Ganze lässt sich dann zusammen plüppeln. Das füllt sich dann zusammen und fließt dann hier am Ende quasi in die Silver Chest rein. Und hier sammeln wir in Ruhe dann unsere ganzen Kakteen. Außerdem natürlich auch die Sugarcanes passen gut hier in die Kiste mit rein. Oh, das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut. Und wir kriegen hier viele, 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 viele Kakteen, damit wir unsere Insertion Pipes, die wir dann später, die ich euch später zeigen möchte, benutzen können. Ja, außerdem hat sich hier unten, ich bin mir nicht sicher, was sich von letzter Woche alles geändert hat, bis auf den Punkt, dass wir jetzt halt ziemlich viele Rubber Trees gepflanzt haben, um dort hier ein bisschen Rubber für Industrial Craft anzupflanzen. Des Weiteren standen hier zwischendurch riesengroße Sacred Oak Trees von Biomes of Plenty. Diese lassen sich glücklicherweise mit einer Lumber-Axt, die gut ausgebaut ist, auseinanderklappen. Und dementsprechend haben wir die jetzt alles wieder weggeräumt und dort einfach ein bisschen Holz rangekarrt. Die Dinger sind eigentlich ziemlich cool und passen eigentlich auch ganz gut in das Spiel rein. Sind nicht zu groß, also im Gegensatz zu den Redwood Trees von Natura sind die, ich sag mal, okay. Gut, ansonsten hat sich hier draußen, bis auf den Punkt, dass der Ignis Extruder rausgewandert ist, wenig getan. Wie gesagt, bis auf jetzt den Weg und ein bisschen Kleinkrams haben wir sonst draußen relativ wenig erledigt. Aber hier drin hat sich natürlich ein bisschen was getan. Zum einen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir letzte Woche hier noch ziemlich viele normale Chests hatten. Und jetzt sind wir hier mal ein bisschen auf Eisenchests umgewandert und haben auch ein paar mehr von den Jabba Barrels hingesetzt, weil es einfach gewisse Sachen gibt, die pflanzt, davon hat man so viele Gegenstände, Items, dass man schlicht und einfach hier normale Barrels schon fast ran voll kriegt. Dementsprechend sollte man da keine Kiste dafür nutzen. Ja, aber ansonsten war ja am Anfang noch ein bisschen die Sorge, dass wir ein bisschen wenig Diamanten auf dem Server haben. Aber wenn man dann wirklich mal einen Hammer von Tinker's Construct hat, sowas wie, oh, okay, die sind gerade unten auf dem Weg. Okay, egal, wenn man halt gute Hämmer rumliegen hat, dann kann man im Normalfall relativ viel Diamanten auch aus dem Boden kramen. So, im oberen Bereich ja, sind prinzipiell nur ein paar Survivalist-Generatoren dazugekommen. Außerdem halt die Möglichkeit, IC2-Energie umzuwandeln. Das weiß ich nicht 100% sicher, ob ich das letzte Woche schon gesagt hatte. Und wir hatten zwischendurch einen lustigen Bug. Und zwar hat der Metal Former lustigerweise unendlich viel Energie gezogen.
Sprich, der hat einfach die CSU leergezogen und hier war quasi keine Energie mehr vorhanden und auch die Hardened Energy Cell, die wurde einfach leergezubbelt und dementsprechend die einzige Lösung war quasi das Ding hier erstmal abzubauen und wieder hinzusetzen. Aber das hat auch eine Weile gedauert, ehe wir das rausgefunden hatten, dass es hier an einem Metalformer lag und nicht irgendwie an den Kabeln. Ja, ansonsten schicker kleiner Raum, wie immer. Und die Betten sind natürlich jetzt runtergewandert in ein schickes, in eine schicke Räumlichkeit. Bin ich mir auch nicht sicher, ob es die letzte Woche schon gab. Ja, dann kommen wir zum nächsten Knackpunkt, den ich. Och, Creeper, nee, nie jetzt. Nein. Komm, geh runter. Komm. Dann versuche ich das euch nebenbei zu erklären. Ich habe versucht, heute mit den Hobbyist Steam Engines ein bisschen was zu reißen. Allerdings hat sich dort herausgestellt, dass nachdem ich bei Factorization ein paar Router bauen wollte, dass bei Factorization keine Router mehr vorhanden sind. Die wurden rausgenommen, weil sie vom Mod-Autoren als zu overpowered angesehen wurden, beziehungsweise als lame. Und das ist natürlich eine Katastrophe schlechthin, denn es gibt bis auf jetzt vielleicht noch die Conduits von. Oder beziehungsweise die Item-Ducts von Thermal Expansion, die jetzt derzeit noch nicht fertig sind, gibt es keine Möglichkeit, Items richtig zu verteilen auf die verschiedenen Inventare und dementsprechend ist das Ganze ziemlich katastrophal. Ja, und ich habe da keine andere Lösung gefunden, außer jetzt erstmal mit händisch das Zeug reinzufüllen und dann ja, die Geräte damit zu betreiben. Ja, dem Creeper macht Spaß, bin gespannt. So, hier unten haben wir jetzt mittlerweile unser Twilight Forest Portal fertig und haben festgestellt, dass der Herr Reklam noch alte Config-Dateien rumliegen hatte, die ihn dazu bewogen haben, jedes Mal, wenn er durchgesprungen ist, das Spiel zu crashen. Aber das haben wir dann auch rausgefunden, war ganz nett. Und durch Nether werde ich euch dann natürlich auch noch ein bisschen was zeigen, denn ja, da sind einige Sachen dazugekommen. Gut, aber zunächst einmal geht es hier runter. Whee! Zu unserem Stockwerk fürs ganze Küchengelumpe. Zum einen, wen es interessiert, Nova Prospect von Half-Life 2, das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt hier gewesen, dass man quasi sagt, man hat hier eine riesengroße Schlucht und hat dann quasi bei den Gefängniszellen von Nova Prospect hier Gänge, wo man dann quasi noch Brücken rüberziehen kann und das Ganze ist dann schön miteinander verbunden alles. Ja, das Ganze wollte ich eigentlich auch in der Pyramide planen, allerdings wollen wir es dann hier jetzt wirklich umsetzen. Gut, unser Lager haben wir auch schon ausgebuddelt mittlerweile. Und da ist halt jetzt die Planung, dass wir sagen, wir nehmen hier vierer Hohl rein an Barrels, wie es jetzt hier schon steht. Und dahinter überall diese wundertollen Insertion Pipes. Ich habe keine Ahnung, wie stark das sich am Ende auf die Serverlast auswirkt, wenn wir jetzt hier wirklich Items durchpumpen. Denn das sind schon wirklich verdammt viele Pipes. Aber auf der anderen Seite können wir 600 verschiedene Items erstmal auf der Stufe alleine speichern. Und das Einzige, was derzeit noch fehlt, sind Überlaufkisten, die wir dann vielleicht mit den Pipe-Systemen von Extra Utilities oder sowas machen. Denn dort gibt es die Möglichkeit, das Ganze nach Mods zu sortieren. Genau. Und zumindest wollen wir es halt so machen, dass jetzt die wichtigen Sachen kommen halt nach vorne und die wirklich seltenen Sachen, die kommen dann nach hinten und alles, was sonst an Überlauf anfällt, wird dann halt in größere Überlauf-Chests gepumpt, wo das Ganze dann auch sortiert vorliegen sollte. Die weiteren Pläne sind solche, dass wir hier hinten in einem Chunk, im letzten glaube ich, hier planen wir quasi unsere Küche, die dann quasi direkt einen Durchgang kriegt zum Lager. Und das soll dann hier unterm Wasser einfach eine riesengroße, schöne Glasfläche werden, wo man dann oben unsere schönen Squids rumfischen sieht und ja, dann quasi die Küche hier eingebaut wird. Auf den anderen Seiten oder da drüben kommen dann überall Sachen hin, die seltener benutzt werden. Keine Ahnung, zum Beispiel die Tinkerschmelze oder ja, keine Ahnung, was man da so hinpflanzen könnte. Gut, ansonsten gibt es hier unten eigentlich nichts weiter zu sehen. Das Treppenhaus ist soweit fertig, ausgekleidet mit Glas. Und ja, funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Der wirkliche Nachteil derzeit im Treppenhaus ist, dass wir keinen Fahrstuhl nach oben haben. Zumindest runter kommen wir relativ schnell durch die Wolken. Aber nach oben ist halt keine Chance gegeben. Gut, der nächste große Außenbereich, der geplant ist, ist die Peat Farm.
Und zwar wollen wir natürlich mit Buildcraft-Energie anfangen. Und dementsprechend brauchen wir hier erstmal eine schicke Möglichkeit, um ja, an Buildkraft-Energie ranzukommen. Und da ist es für mich oder für uns erstmal am simpelsten zu sagen, wir nehmen hier eine Oldschool Forestry Peat Farm und versuchen dann damit möglichst viel Peat herzustellen, um dann die ja, Hobbyist Steam Engines zum Beispiel anzutreiben. Ja. Letzte Woche, glaube, habe ich noch erzählt gehabt, oder vorletzte Woche, dass die Raintanks von Forestry nicht funktionieren. Das lag irgendwie lustigerweise nur daran, dass ja die Rezepte durch Annie eigentlich angezeigt wurden. Die Rezepte trotzdem, die funktionieren einwandfrei. Und dementsprechend können wir jetzt hier, wenn es mal regnet, ordentlich Regen auffangen und dieses Wasser dann quasi nach hier unten leiten, um für die Peat Farm alles vorzubereiten. Ja, das Ganze sieht jetzt hier ziemlich katastrophal aus, ist aber relativ leicht erklärt. Wir haben jetzt zum einen natürlich die Peat Farm mit dem Valve, der Gearbox und dem Hatch. Hatch ist für Item-Sachen, Gearbox für die Energie und das Valve ist fürs Wasser. Das Wasser kommt hier oben von den Raintanks quasi rein, wird zunächst einmal in den Tank von Raycraft hier reingepumpt. Außerdem fällt mir gerade noch auf, dass ich diese Zuleitung nicht mehr brauche. So. Und der Raycraft-Tank ist ja auch so, dass er nach unten automatisch ja, Flüssigkeiten rausdrückt. Dementsprechend drückt er das Wasser dann natürlich auch direkt wieder in den Liquicrafter rein und auch in die Hobbyist Steam Engines. Und der Liquicrafter, das ist quasi jetzt das Herzstück hier unserer ganzen Anlage, denn es geht darum, Bockearth zu erstellen für die Peat Farm. Und der Plan ist folgender. Das ist jetzt alles noch nicht ganz einsatzbereit, aber das sollte bald werden, dass wir quasi mit dem Gold Gate einfach sagen, wenn weniger als 25% Sand drin ist, dann Green Pipe Signal und bei Dirt halt Red Pipe Signal. Das Ganze wird dann hier verteilt auf die beiden Barrels. Und da kommen dann auch Gates dran, die dann ein autarkes Pulver haben, damit das ganze Zeug dann hier rausgezogen werden kann und im Liquicrafter quasi das Zeug hergestellt werden kann. Einziger Nachteil ist derzeit noch, der Liquicrafter braucht jedes Mal einen Redstone-Puls, damit er quasi diese 8 Gegenstände herstellt. Und da habe ich mir was Schönes überlegt. Da wir momentan keine Gates direkt an die Forestry-Farm anschließen sollten, denn Gates und Forestry-Farm ist momentan das tödlichste für den Server ever. Also nicht komplett, aber ziemlich. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, gut, okay, da lässt sich auch ein Hopper dran machen. Und man füllt quasi den Hopper. Und wenn der Hopper keinen Peat mehr hat, oder beziehungsweise keinen Bock erstmal hat, dann meldet er sich einfach mit einem Red Pipe Signal und das leite ich dann bis hier runter und hier wird dann quasi was hergestellt und gleichzeitig das Zeug rausgezogen. Jo, und ansonsten ist es halt so, die Items werden dann später hier von dem Hatch rausgezubbelt. Erde fließt direkt wieder an das Barrel, das ist auch ein Void Barrel, was dann quasi, wenn es voll ist, alles löscht. Und ansonsten sämtliches Peat geht zunächst einmal in die beiden großen fetten Engines. Dann geht es weiter, verteilt sich hier noch rein in den Survivalist-Generator, dann wird er dort ein bisschen Energie erzeugt. Und der Rest des Peats wandert dann hier in das Barrel. Das ist dann quasi später eine Ender-Chest oder irgendwas, damit es dann bei uns im Lager landet. Ja, der nächste Punkt ist, das sind die beiden Geräte hier. Da haben wir einen Igneous Extruder, der produziert einfach Cobblestone. Der Pulverizer produziert aus Cobblestone dann den Sand für die Bockearth. Produzierter Gravel wird automatisch in die Trashcan reingepfeffert und Energie kriegen wir halt durch den Survivalist-Generator. Ja, und damit ist eigentlich das Ganze drumherum hier erklärt. Ja, nächste Woche sollte es dann hoffentlich funktionieren. Einziger Nachteil ist nämlich derzeit, dass die Gate-Produktion bedingt durch halt, dass wir nur normale Buildcraft-Engines haben, dauert eine halbe Ewigkeit. Aber macht nichts. Hat alles seine Zeit. Gut, und zumindest also bin ich jetzt erstmal soweit durch mit dem, was jetzt hier so bei uns in der Gegend hier rum passiert ist. Ich weiß nicht 100% sicher, ob ich das Schlafzimmer letzte Woche schon gab. Ansonsten habt ihr das jetzt schön gesehen, so mit ein bisschen Ausblick und Gedöns. Und ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen zu den anderen Leuten. Derweil gibt es noch ein paar kleine Informationen. Zum einen plane ich für nächstes Wochenende ein Server-Update, wo ich quasi über alle Mods nochmal drüber gucke, ob es da irgendwelche Bugfixes gibt und dann halt kurzfristig entscheide, was dann geupdatet werden soll oder nicht. Und außerdem ist die eine oder andere Mod mittlerweile auch soweit fertig,
für 1.7.10. Das heißt zum Beispiel in die Logistics Pipes oder OpenBlocks, die kommen jetzt hier mit drauf auf den Server. Und momentan bin ich am Hadern, ob ich eventuell Factorization komplett rauswerfe. Denn nachdem der Router jetzt weg ist, bleiben bei Factorization effektiv noch zwei Blöcke übrig, die wirklich sinnvoll sind. Der Rest ist einfach nur Bullshit. Also nicht Bullshit, aber es nutzt halt keiner. Und dementsprechend, das muss ich nochmal bedenken, vielleicht noch ein paar Leute mit beratschlagen zu, was wir da hier machen. So, jetzt geht's erstmal in Richtung Seronia bzw. Susi. Die hat ihr Haus nicht allzu weit weg. Also wir allgemein sind sämtliche Leute relativ nah beieinander. Sie ist halt jetzt von uns zu Hause gerade mal, sieht man ja hier, ein bisschen mehr als 1000 Blöcke entfernt. Und die hat jetzt hier angefangen quasi eine Art Stadt oder irgendwie ein Dorf zu errichten mit vielen kleineren Gebäuden, mit Hütten, mit Lagern und mit Land und hast du nie gesehen. Und ich finde vor allem, dass das Ganze, ja, die ganzen Straßen ziemlich cool, weil ich finde, die Holztreppen passen echt genial zu den gechiselten Stones. Und auch die ganze Landschaft hier ist eigentlich ganz cool. Einziger Nachteil, den Susi hat, ist, dass das alles hier vorher Wald war. Und dementsprechend hat sie einfach sau viel zu tun, hier sämtliche Bäume umzukloppen. Aber gut, das ist nicht meine Sorge. Ja, im Prinzip, ich bin mir nicht 100% sicher, wo jetzt der Weg da hinten hingeht. Möchte ich jetzt auch nicht ausprobieren. Aber das sind die Bäume, von denen ich vor uns geredet habe. Die kann man, wie gesagt, mit einer ordentlichen Lumber-Ex komplett umschmeißen. Und kriegt dann, naja, zwei Inventare voll mit Holz. Da kann man sich eigentlich ganz zufrieden schätzen mit. Ja, ansonsten haben wir halt jetzt hier. Ach so, genau, das ist das Pferd von Timo. Der hat sein Pferd hier irgendwo vergessen. Keine Ahnung warum. Weil er es kann. Und wie man es bei Susi eigentlich gewöhnt ist, er hat immer irgendwie. Innenausbau von den Gebäuden, zumindest halt jetzt hier vorne schon. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier gewisse Sachen auch noch fehlen oder dann später kommen. Und allgemein muss ich sagen, das Gebäude gefällt. Hat was. Und hier sollte ich ihr sagen, dass es nicht viel bringt. Denn das müssen Luftblöcke sein. Aber gut. Proving Station. Also die hat sogar schon gewisse Sachen, die wir bei uns zu Hause noch nicht mal haben. Aber gut, wer braucht schon einen Braustand? Ansonsten eine halbautomatisierte Schmelze. Auf die wollen wir diesmal größtenteils verzichten. Schmelze ist zwar an sich lustig, aber es fehlen halt dann diese Zusatzausgaben, die ein Pulverizer oder ein Macerator noch liefert. Dementsprechend, ja, ein bisschen schade drum, dass die dort verloren gehen, aber Schmelze ansonsten ist eigentlich ganz spaßig. Jetzt weiß ich nicht, was hier vorne das für ein Haus ist. Das quasi ihr Lager wird oder das einfach bloß ein Haus ist oder das Haus von ihrem Freund. Zumindest mit dem Bett. Apropos Bett. Bett bringt mich übrigens gerade auf eine weitere interessante oder auf eine kleine Anmerkung. Und zwar werde ich versuchen, bei einem großen Update am nächsten Wochenende Cauldron bzw. Bucket komplett vom Server erstmal zu verbannen. Bucket ist zwar lustig und alles toll und alles freudig, aber unnötig, denn die meisten Sachen, die wir mit Bucket theoretisch anstellen können, können wir mittlerweile durch Forge-Mods relativ gut kompensieren. Und das Problem ist halt, dass Bucket sich ziemlich stark in die ganzen Hintergrundangelegenheiten einmischt. Und teilweise Probleme auftauchen mit zum Beispiel Inventory Tweaks oder anderen Sachen. Und das ist einfach unnötig. Dementsprechend schauen wir mal, was wir da machen können. Und der große Vorteil von Bucket, das wäre in dem Fall Spigot, was einfach nur dafür sorgt, dass sich große Itemmengen zum Beispiel zusammensammeln und dass die Mob-Spawns ein bisschen anders verteilt werden. Das fehlt uns dann, aber im Prinzip ist das das Einzige, wovon wir momentan von Bucket profitieren. Zu der Sleep Mod gibt es was Schönes von Forge. Da kann man dann einfach das Ganze übernehmen. Und für die längeren Tageszeiten gibt es theoretisch sogar noch was viel Cooleres. Und zwar etwas, das dann auch die Jahreszeiten und so weiter mit einbindet. Das ist quasi die Mod, die ich damals rausfeuern wollte. Die jetzt hier auf der linken Seite bei Time steht.
Hier ist wie gesagt ganz spaßig, aber da müssen wir mal gucken, ob die dann wirklich einwandfrei funktioniert. Ich hoffe zumindest drauf. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass hier mein Spiel crasht. Toll. SpinVT und Debo, die haben hier ein kleines Problem gehabt mit ihrem mit ihrem kleinen Portal von Twilight Forest. Jedes Mal, wenn die wieder rausgekommen sind, ist das Spiel gefreezed. Also ähnlich wie wir es ja teilweise am Spawn hatten. Und dementsprechend haben die das jetzt erstmal dicht gemacht. Und ja, die haben jetzt ja auch ihre kleine Hütte und zocken da ein bisschen rum. Haben hier sogar ihre erste Music-Disc schon. Ist eigentlich auch ganz cool hier. Hat jeder so seine anderen Gedanken. Oh Mann. Ich frage mich zwar, wieso dieses Rätselsignal auf keine Ahnung 8 Sekunden eingestellt sind, aber gut. Hat was. Die haben auf jeden Fall auch ein schönes Gebiet hier. Auch nicht allzu weit von uns zu Hause entfernt. Halt 800 Meter wieder in die andere Himmelsrichtung. Und machen momentan relativ viel mit Bäumen und Gedöns hier. Und arbeiten sich so gemütlich hier ein bisschen rum. Halt auch weniger Mod-spezifisch alles, allerdings gut, jedem das seine. Hui. Grabstein. Ja, und jetzt muss ich kurz überlegen, bei wem ich eigentlich noch vorbeigucken kann. Am Spawn gibt es prinzipiell nichts groß Neues zu sehen. Und den Nether selbst, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, den planen wir folgendermaßen, dass wir jetzt sagen, wir machen wie damals auf dem 1.2.5er Server. Oder was, 1.2.5? Keine Ahnung, ja, müsste 1.2.5 gewesen sein. Dass wir hier quasi die Nether ausbauen und sagen, wir bauen hier schöne Straßen hin mit Grünzeug, das ist dann Overgrown Netherrack, dass wir dann vielleicht die Wände neu machen und hier eine richtig schöne große Tunnelanlagen machen, wo quasi nichts mehr spawnt, außer vielleicht Zombie-Pikmin, und dass das Ganze hier dann ein bisschen hübsch wird. So, der Spawn ist hier, allerdings gibt es da nichts Neues zu sehen prinzipiell, deswegen scheiß drauf. Und den letzten Besuch gibt es heute bei O-Keks. Denn ich glaube, das ist so der, der jetzt noch ein Nether-Portal gebaut hat. Bei den restlichen müsste ich erstmal gucken, wo sie überhaupt sind. Und da sind wir bei O-Keks. Hier war ich ehrlich gesagt schon lange, lange nicht mehr. Aber hat auch eine relativ schöne Gegend hier. Auch wieder mit zig Weizen. Upsala. Gewisse Leute kommen noch nicht ganz mit dem Schwierigkeitsgrad klar, weil natürlich die Mobs ein bisschen knackiger sind und man da leicht überfordert scheint. Aber gut, macht nichts. Man gewöhnt sich an alles. Zumindest hoffe ich das. Ist halt, die meisten haben hier noch mit ihren Mod-Sachen noch wenig zu tun derzeit. Uiuiui. Okay. Maseratoren. Transport Pipes. Ui, die Extra Utility Pipes. Ja, die sind auch ganz spaßig. Chest. Also hat er quasi seine Macerator hier schon alles automatisiert soweit. Das war ein Furnace sein, ja. Sehr spannend. Ich habe bloß keine Ahnung, wie ich jetzt hier runterkomme. Ja. Was lustig zu sehen, was die Leute so alles so treiben hier. Wieder Electric Furnace. Uiuiui. Unisolated Cable. Das sollte ich vielleicht mal sagen, dass die später mal Aua machen, und zwar richtig ordentlich. Aber gut, passiert. Generator in Goldkabel rein. Uiuiuiui. Naja, gebe ich dann irgendwann Bescheid. Aber er baut halt auch relativ ordentlich aus hier. Mit. Zu den Transport Pipes von Project Red habe ich mir gestern oder vorgestern auch ein Tutorial angeguckt. Die kann man eigentlich so beschreiben als die Logistik-Pipes für kleine. Die brauchen keine Energie, sind von der Beschreibung her in den Wikis und so weiter eine Katastrophe und man muss sich quasi erstmal alles selbst beibringen. Allerdings ist die Funktionsweise und so weiter ziemlich spannend. Die Ausbaustufe von der Mod oder halt von dem Transportsystem ist noch nie so hoch wie bei Logistics Pipes, ist ja auch klar. Aber ich sag mal, die größten, wichtigsten Sachen, die können sie schon.
Und die Dinger können sogar Auto-Crafting und hast du nicht alles gesehen? Ist also schon ganz spaßig. Sollte man vielleicht also im Auge behalten, vielleicht entwickelt sich da noch was. Aber wie gesagt, nächste Woche, wenn ja das große Server-Update kommt, dann haben wir wahrscheinlich Logistics-Pipes eh auf dem Server drauf. Und ab dann könnte man zwischen den dreien Logistics-Pipes, dem hier, den Project Red und den Applied Logistics-Sachen entscheiden. Gut. Und damit denke ich, bin ich für heute bzw. für diese Woche durch, auch wenn der Videorückblick müh später kam, weil ich schlicht und einfach keine Zeit hatte. Aber ja, muss halt auch mal sein. Na dann, bis nächste Woche.